Was geht ab, Leute, Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Weiter geht's. Umarmen Sie das Licht, um aus dem Wald zu entkommen. Power-Ups erstmal wieder checken. 1740. Können wir dann upgraden. Mal nehmen wir die einfache Combo hier. Gar nicht mal so übel. Exceed wird erweitert. Streak könnte auch nicht schlecht sein. Ich nehme... Moment, wir haben ja noch viel, viel mehr. Wir haben noch Blue Rose. Könnte auch nicht verkehrt sein. 1600 brauche ich dafür. Sparen wir einfach mal dafür. Obwohl, wir kaufen mal ein Objekt. 2500. Von mir aus. Okay, sollten wir noch kaufen. Teufelstern. Sollte ich auch mal zulegen, aber vielleicht ein bisschen später. Noch einen mittleren. Und noch einen großen. Okay. Los geht's. Da sind wir auch schon. Altes Trainingsgelände. Wow! Riesige weiße Kathedrale. Die sieht irgendwie aus, als ob die unfertig wäre. So richtig so, als ob da die Texturen fehlen. Alles so furchtbar hell. Total untypisch eigentlich für ein Devil May Cry Spiel. Rote Kugeln brauchen wir. Ich finde das eigentlich sehr cool, dass die die roten Kugeln und dann die anderen Kugeln komplett unterteilt haben. Das ist schon nicht schlecht. Ich wusste schon, dass da was drin ist, aber wie kann ich das aufheben? Ah, Moment. Oh, das nimmt der gar nicht. Geht doch. Eine volle blaue Kugel. Massig Energie. Oh ja, komm her. Oh. Ab in die Luft. Nicht abhauen. Oh ja. Ich hoffe, ich kriege später noch viel, viel bessere Kombos. Weißt du, das ganze Kombo-Gefühl, das gefällt mir gar nicht in so in dem Spiel irgendwie. Das war ein Devil May Cry irgendwie viel badassiger irgendwie. Schwindet ihr Wurzeln. Weiß ich, Devil May Cry 3 war irgendwie ein bisschen mehr Action im Kampfsystem. Auch durch das Waffenwechseln und so. Das mit dem Arm ist schon eine nette Sache, aber... das mit dem Waffenwechseln fand ich doch irgendwie feiner. Dann schauen wir mal, wo muss ich überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Wir müssen das Licht umarmen. Hier vielleicht? Ruiniertes Tal. Wow! Toll. Nee, hier auf gar keinen Fall. Oh, ich hoffe, ich spawn da wieder oben. Oh shit, oh shit, oh shit. Ganz ruhig. Okay. Und hoch mit dir. Was nervt, wenn die auf dem Boden rumschlagen? So, nach oben. Ich hoffe, ich spawn da wieder. Ja, tu ich. Okay, hier auf gar keinen Fall. Weil hier war ich ja schließlich schon mal. Vielleicht muss ich auch einfach zurücklaufen. Kann auch sein. Schauen wir mal hier so ein bisschen nach. Hier ist irgendwas. Ach, geil, Mission. Wolkenkratzer. Kommen Sie ans Ziel, nehmen Sie ganz nach oben. Streben. Ganz nach oben müssen wir. Das ist sicher garantiert ganz fies aufgebaut. Hör mal los. Nur eine Minute dafür. Wo, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. What the? Hä? Das fängt ja schon mal gut an. Da ist irgendwas Blaues. So viel weiß ich. Toll. Ist ein bisschen leichter vorgestellt. Moment.
Ich kann mich da hundertprozentig festhalten. Ja, toll. Jetzt schaffe ich das in der Zeit garantiert nicht mehr. Okay. Toll. Schon falsch rangezogen. Ja, ich gehe ja schon. Das machen wir direkt nochmal. Okay, nur an den Dingern festhalten. Okay. Hä? Moment, wer hält sich da gar nicht fest? Da oben. Meine Güte, das ist doch gar nicht so schwer. Ja, genau, voll daneben. Okay. Hält sich ja nicht fest. Okay. Ja, so eine Scheiße. Das ist ja furchtbar. Okay, mir fehlt wieder die Zeit. Jetzt muss ich da irgendwie über dieses Gitter kommen. Ich habe auch eine kurze Zeit, den Flug zu kontrollieren. Das ist auch ziemlich praktisch. Na komm. Okay, los geht's. Wenn ich mich richtig ausrichte, ist alles kein Problem. Wunderbar. Sup. Okay. Shit. Mein Fehler. Weiter nach vorne. Sehr schön. Wieder da drunter, okay. Sehr schön. Machen wir. Landen wir einfach mal hier. Ich hoffe, der befördert mich jetzt da drauf. Jawohl! Geht so! Holy shit! Ich sag ja, nur richtig ausrichten, weil wenn ich mich ranziehe, kann ich den Flug nicht kontrollieren. Wunderbar, jetzt müssen wir immer noch klären, wo wir hin müssen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr. Hm. Kann mich auch täuschen. Geh mal hier hoch. Hier durch. Weißt du, wahrscheinlich muss ich zurück? Keine Ahnung. Uralter Platz. Ah. Oh mein Gott, Rhino Man von Soul Calibur ist hier. Seine Freunde mitgebracht. Ihr seid doch kein Problem. Hoffe ich mal. Oh, die schießen sogar. Oh ja, oh ja. Was muss man mit Reptilien machen? Schön am Schwanz durch die Gegend verfahren. Go down. Komm her, komm her. Na komm! Ich ärgere das ein bisschen, dass er nicht so weit wegstößt. Ich will rangecharged kommen und dann eine mächtige Combo machen. Oh yeah! Dabei habe ich den anderen sogar gekillt. Okay, beide down. Plöpp. Okay, kriegt noch die Suppe von denen auf dem Boden, herrlich. Scheiß Reptilien. Genau das bekommt ihr, wenn ihr euch mit Nero anlegt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir hier. Finde ich gut. Okay, jetzt sind wir wieder im Tal des Windes. Ich denke nicht, dass ich das Ding mitnehmen muss. Ich glaube nicht. Wir sollen immer noch das Licht umarmen. Dürfen wir nicht vergessen. Ich tippe mal ganz stark, dass wir wieder hier hin müssen.
Ha, sag ich doch. Ab zum Baum. Sephiroth Fort ist schon lustig. Wow! Ohne Vorwarnung. Boah, jetzt werde ich sauer. Du dämliches Mistviech. Mir Schaden hier machen. Haudakt. Geht doch. Was zur Hölle. Und zum billigen Rest. Boah, wo kommt die denn jetzt her? Der Atomic ist schon mal gut. Ah, der verteidigt sich. Smoken! Komm schon, wehrt euch doch mal. Smoking Style! Geht doch. Einmal so übel. Okay, hier wieder die andere Kraft, hä? Okay. Da ist die Pflanze. Bye bye. Und durch. Okay, mysteriöser Wald. Das hört sich gar nicht gut an. Fuck, fuck, fuck. Da ist irgendeine Notiz. Dies ist ein lieblicher Wald, aber wer ihn lieblos behandelt, wird von Dunkelheit umschlossen. Sollte nach dem Licht streben, okay? Sonst sind alle Bemühungen vergebens. Bringt alles hier zum Brennen. Wir haben hier vier verschiedene Wege. Ich geh mal hier hin. Okay, es war von Licht die Rede. Aber irgendwie sind alle Gänge beleuchtet, also... Keine Ahnung, schauen wir einfach, was wir machen müssen. Okay. Irgendwas sagt mir, das war der falsche Weg, kann das sein? Wir müssen uns nach dem Licht orientieren, aber hier ist überall Licht, mal ohne Mist. Oder vielleicht immer dahin, wo die Fackel zeigt, das ist aber... Entzünden und können wir die auch nicht, oder so? Können wir den Exit irgendwie entzünden? Na, ist Quatsch. Geh mal hier lang. Vielleicht brennt da oben irgendwas am Tor? Oh, shit. Verborgene Grube. Ah, oh, so kleine Viecher. Wow. Machen eigentlich gar nichts, aber wenn die angreifen, nerven die total. Oh, ich kann die auseinanderziehen. Greifen mal ganz schön gut an. Soll ich hier verarschen? So. Irgendwas sagt mir, dass es der falsche Weg war. Ich weiß gar nicht, wonach ich gucke. Ja, ich bin wieder ganz am Anfang. Das war also gerade der richtige Weg. Ich habe keine Ahnung, wonach wir hier gucken. Ich versuche gerade... Aha, was haben wir denn hier? Willst du den Wald verlassen, dann falle nicht in der Dunkelheit anheim, sondern behandle ihn wohlgesinnt. Wo Licht ist, muss auch Schatten sein, aber Schatten führen nur zur Dunkelheit. Okay, dann ist das hier... Dunkelheit. Ich gehe einfach mal wieder hier hin. Okay. Und jetzt? Wir sollen uns am... Das ist so komisch. Wir sollen uns am Licht orientieren. Hier ist überall Licht. Das sind alle Bemühungen vergebens. Ja, Logo. Das sieht irgendwie sehr dunkel aus.
Und das hier irgendwie auch.